Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bauchhörsendung nach einer Weile. Und ich wollte heute Gelegenheit nutzen, mich zu einem Thema zu äußern, das ich am Rande mitbekommen habe. Und ich gebe zu, dass ich von dem, worüber ich jetzt rede, nur und ausschließlich das gesehen habe, was ich bei Tim Kellner beim Love Priest im Video gesehen habe. Und zwar geht es um das heute sehr umstrittene Interview mit Kimmich. Ich bin froh, dass ich mir den Nachnamen merken kann. Ich stehe halt einfach nicht so sonderlich sehr auf Ligasport, weil das für mich halt einfach nicht mehr viel mit Spiel zu tun hat und durch dieses Arbeiten da drin mir das Ganze viel zu verkrampft. Das macht auch keinen Spaß, denen beim Spielen zuzugucken. Da gucke ich lieber ein paar Jungs im Park zu. Da habe ich wesentlich mehr Unterhaltungswert, als mir diesen Spürkes da reinzuziehen. Aber ich fand natürlich das Thema auch deswegen sehr interessant, weil es ja mit Sport und Ligasport in dem Moment überhaupt gar nichts zu tun hatte, sondern mit Kimmichs angeblich so schwer nachvollziehbarer und verquerer Haltung. Und ich fand so ein paar Sachen in dem Interview sehr bemerkenswert und ich wollte die einfach mal gerade festhalten. Und zwar fand ich sehr bemerkenswert, wie extrem dieser Reporter versucht hat, den Kimmich davon zu überzeugen, dass er falsch gewickelt ist, dass definitiv irgendetwas mit ihm nicht stimmen kann. Und ich muss sagen, man sieht dem Kimmich an, dass er mag gut Fußball spielen können, aber halt wahrscheinlich noch nicht irgendwie mal in einem Eloquenzseminar war oder so, wofür er sich trotzdem sehr gut geschlagen hat. Und bei mir hat der Kerl auf jeden Fall allein für die Aktion einen Stein im Brett, dass er da so zu sich gestanden hat, unter dem Druck, den der Reporter auf ihn ausgeübt hat. Vor einer laufenden Kamera, live. Da jetzt gerade mal ad hoc. Und jetzt kommt's. Nach Angabe des Reporters, die Gründe zu erklären, warum er sich nicht impfen lässt. Und dafür bedankt Kimmich sich am Ende sogar noch, als der Reporter das am Ende klarstellt, dass er ihn hier ja jetzt nicht irgendwie einfach runter machen will, sondern halt eben die Leute halt eben interessiert, was für Gründe er denn hat für diese verquere Haltung. Und dann bedankt sich der Kimmich auch noch. Und das war's dann. Die Gründe kommen nicht mehr zur Sprache. Und das ist wieder was ich dann zwischen den Zeilen halt so sehe, wo ich mir denke, der Kimmich weist noch drauf hin, und das wird vom Reporter so irgendwie so abgetan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn sich der Tim nicht dazwischendurch kurz wieder eingemischt hat. Kimmich sagt noch, dass er kein Corona-Leugner und auch kein Impfgegner ist. Und das ist natürlich quasi entgegen dem, was die Medien gerade halt sehr gerne sehr so darstellen, nämlich dass es gibt keine andere, entweder man ist super für Corona-Impfungen und auch, dass sie jedem initiiert gehören, oder man ist ein Impfgegner und ein Corona-Leugner. Und das sind zwei Extreme auf einem sehr, sehr breiten Spektrum an Sichtweisen und Perspektiven, die man zu diesem Thema haben kann. Und er weist Kimmich extra nochmal darauf hin, dass man auch andere Perspektiven haben kann. Und ich glaube, dass sind immer noch sehr viele Leute, und zwar in beiden Lagern.
geimpft wie ungeimpft, dass halt eben auch ja viele sich haben impfen lassen, um ihre Freiheiten wiederzubekommen. Was eigentlich völlig wieder der Natur ist. Normalerweise lässt man sich impfen, um Krankheiten vorzubeugen. Und nicht, damit man eine Bratwurst bekommt umsonst. Und auch nicht dafür, dass man wieder in den Club rein darf. Dafür hat es früher gereicht, sich entsprechend zu benehmen. Und heute fahren wir voll in diese Zweiklassengesellschaft. Und ich halte das für sehr, sehr gefährlich. Aber das ist nur meine Meinung. Ne? Kann jeder halten, wie er will. Aber ich finde, wir sollten wirklich sehr aufpassen. Und ich glaube, das wirklich Wesentliche ist, dass uns durch dieses Bild, was die Medien gerade irgendwie so zeichnen, halt eben sehr, sehr geneigt sind, uns gegen die anderen zu stellen, so, und das, diese Themen, das ist ja nicht nur Corona und geimpft oder ungeimpft. Das sind dann alle möglichen Themen wie Klimawandel, Ausländerpolitik, bla bla bla, die jedes Mal einen Keil zwischen alle möglichen Lager durchschlagen, bis wir am Ende allein dastehen. Und ich weiß nicht, abhängig vom Staat. Und ich weiß nicht, ob das was ist, was so erstrebenswert ist. Dass wir dieser Neigung hin uns hingeben, einander hässlich zu behandeln. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt was, wo ich einfach mal nochmal darauf hinweisen wollte und ich nicht müde werde, darauf hinzuweisen. Einfach mal, dass man es sich zum Hobby machen kann, jeden Tag zu beobachten, mit einer Hingabe und einer Freude und einer... Okay, das tut manchmal weh. Manchmal erkennt man ja auch sehr hässliche Dinge. Ne? Aber das ist ja dann gut, weil dann kann man die ändern. In sich. Ne? Bei der Arbeit an sich selber. Und es liegt nun mal eben an uns, was wir tun und wie wir Dinge wahrnehmen. Und nicht am Rest der Welt. Der Rest der Welt ist eine imaginäre Sache, die offensichtlich in jedem Kopf vollständig anders aussieht. Jeder hat eine vollständig andere Vorstellung vom Rest der Welt. Weil nun mal halt jeder nur seine Wahrnehmung wahrnehmen kann. Das ist nun mal so. So, ne, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Schön mal wieder hier auf Sendung zu sein und die Gelegenheit zu haben, uns jetzt auch nutzen zu können, das mal wieder ein bisschen öfter zu machen. Und danke Herrn Kimmich für die Vorlage und auch überhaupt allen, die dazu beigetragen haben, dass das mein Ohr erreichen konnte, damit ich das hier jetzt dazu sagen kann. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so zu denkt. Und jo, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr meint, es ist irgendwas dabei, was irgendjemand anderen auch interessieren könnte, dann teilt das Video gerne. Ne, Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr möchtet. Und auch nicht, wenn ihr nicht möchtet, ist völlig okay. Das war's. Boah, ich hab's schon vergessen, ich bin sowas von aus der Übung. Ne, tschüss mit F, macht's gut. Und bis nächstes Mal.